Als die erste Flamme entstand, füllte sie die graue und ungeformte Welt mit Kontrasten. So entstanden Hitze und Kälte, Leben und Tod, Licht und Dunkelheit. Aus der Dunkelheit kamen Wesen, die vier Herrscherseelen im Feuer fanden und zu eigen machten. Darunter befanden sich Gwyn, der spätere Herrscher über die Götter und Anor Londo, und der verstohlene Zwerg, der die von ihm gefundene dunkle Seele in endlose Teile aufsplitterte. So erschuf er die Menschheit, deren Zuhause in der Dunkelheit lag, während sich die Götter dem Licht zuwandten. Eines Tages begann der Krieg um die Herrschaft der Welt. Die Hexe von Aeselith, die Seele des Lebens fand, Nito, der die Seele des Todes fand, und Gwyn forderten zusammen mit ihrem Gefolge die immerwährenden Drachen heraus. Der Bleichdrache Sif verriet seine eigene Rasse und am Ende gingen die Götter als Sieger aus dem Kampf hervor. Dies war der Beginn des Zeitalters des Feuers und der Herrschaft von Gwyn. Doch Gwyn hatte in dem großen Krieg noch weitere Verbündete. Die ersten Menschen standen an der Seite der Götter und bekämpften mit ihnen zusammen die Drachen. Sie schmiedeten ihre Waffen und ihre Rüstungen im Abgrund. Das ist tatsächlich interessant, denn in Dark Souls 1 lernten wir nur die zerstörerische Seite des Abgrunds kennen. In späteren Teilen gab es Hinweise auf eine friedliche und sanfte Dunkelheit. Und tatsächlich schienen frühere Menschen, darunter auch die Ringritter, im Abgrund leben oder sich zumindest gefahrlos darin aufhalten zu können. Wie auch immer, ihr Beitrag im Kampf wurde nie gewürdigt und so gerieten diese Taten schnell in Vergessenheit. Gwyn erkannte und fürchtete die Dunkelheit, die in den Menschen lag. Er ahnte vermutlich schon sehr früh, dass sein Zeitalter irgendwann vergehen würde. Denn kein Feuer brennt ewig und wenn die erste Flamme erlöschen sollte, würde die Welt in ein Zeitalter der Finsternis übergehen. Ein Zeitalter der Menschen. So schenkte er ihnen für ihre Dienste im Kampf die umringte Stadt, buchstäblich am Ende der Welt. Hier sollten sie in Frieden leben, doch in Wahrheit war es nicht mehr als ein Gefängnis für die Menschen und ihre dunkle Seele. Zudem belegte er ihre Ausrüstung und ihre Waffen mit einem Feuersiegel. Ein Siegel, welches die Dunkelheit verdeckt und eindämmt. Dieses Symbol würde eines Tages auf den Körpern der Menschen erscheinen und die Dunkelheit, die Seele, Stück für Stück wegbrennen. Zurückbleiben würde nur eine leere, untote Hülle, ohne Verstand, ohne Menschlichkeit und ohne Seele. Die Menschen waren somit ihrer Natur beraubt und die Gefahr, die von ihnen für die Götter ausging, wohl vorübergehend eingedämmt. Doch Menschlichkeit kann außer Kontrolle geraten. Sei es Gier, Folter oder Machthunger. Es kann ein Abgrund entstehen, der alles um sich herum verschlingt und das Leben korrumpiert. Im Laufe der Zeit gab es verschiedene Helden, die gegen den Abgrund kämpften, doch viele von ihnen wurden letztendlich selbst korrumpiert. Allerdings bringt Dunkelheit nicht nur Zerstörung. Aus ihr ging Leben hervor und auch die Menschen tragen Finsternis in sich. Doch geführt durch die Götter vergaßen sie alsbald ihre Wurzeln. Einige entdeckten die Dunkelheit neu für sich, andere gaben sich ganz dem Feuer hin. Überwiegend wurde die Finsternis scheinbar als Fluch betrachtet und der Abgrund als etwas, was es um jeden Preis zu bekämpfen galt. Die von den Göttern inszenierte Legende des auserwählten Untoten trug schließlich dazu bei, dass die Menschen oder die Untoten unter ihnen bald damit begannen, sich selbst der ersten Flamme zu opfern. Letzten Endes wurden sie also von den Göttern hintergangen. Sie kämpften an der Seite von Gwyn und warteten geduldig auf ihr eigenes Zeitalter. Doch stattdessen zeichnete dieser die Menschen mit einem Feuersiegel, welches ihre Dunkelheit für immer wegschloss. Er sperrte die dunkle Seele ein und schlussendlich opferte sich der Fürst des Sonnenlichts gar selbst als Zündstoff für das Feuer und beauftragte seine Kinder damit, die Menschheit zu manipulieren und zu führen. Dies gipfelte in einem endlosen Zyklus des Neuentfachens, bis zu dem Tag, an dem selbst die Sonne mit dem Feuersymbol gezeichnet war. Gwyns Verrat an seinen einstigen Verbündeten und seine große Angst vor dem Verlust seines eigenen Zeitalters ließen ihn einige fatale Entscheidungen treffen, die der Welt schweren Schaden zufügten. Sie war im Zeitalter des Feuers gefangen und alles scheint am Ende zu vergehen. Doch möglicherweise wird die Menschheit, sollte diese Welt tatsächlich hoffnungslos verloren sein, eines Tages ein neues Zuhause entdecken. In einem Gemälde, welches mit dem Blut der dunklen Seele gemalt wird.